Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Traumaarbeit, Traumatherapie und vor allem in Bezug zu dem Verfahren, was ich selber entwickelt habe und das ich Floating genannt habe. Wenn du mit meiner Arbeit noch nicht so vertraut bist und als Therapeut oder Psychotherapeut oder Traumatherapeut arbeitest, dann empfehle ich dir vor diesem Video drei Videos anzuschauen, wo ich die Grundlagen beschreibe meiner Sicht der Dinge, wie das alles aufgebaut ist und zusammenhängt, und das unterscheidet sich zum Teil von Dingen, die in Fachbüchern publiziert werden. Und da empfehle ich dir insbesondere das Video, warum es bei Trauma doch nur um Gedanken geht, wie wir uns mit Gedanken trennen, und das wichtigste Video, tiefe Einblicke in die Traumatherapie mit Floating. Und wenn du das geschaut hast und den Überblick hast, dann würde ich dir erst empfehlen, dieses Video hier zu schauen, weil sonst der Kontext fehlt und ich kann nicht alles insgesamt nochmal von Anfang an erklären und beschreiben. In dem Video geht es mir um einen weiteren Aspekt, der uns in der Arbeit mit Trauma auf Bindungsebene, auf Beziehungsebene in jedem Fall tangiert, in jedem Fall beeinflusst, und wenn wir das sehen und klar auf dem Schirm haben, dann können wir uns die Dinge einfach viel einfacher machen. Und meine Sicht der Dinge ist ja, dass auch bei Entwicklungstrauma, auch bei Beziehungstrauma, komplexem Trauma, das ganze Leiden an einer Beziehungsidee aufgehangen ist. Und diese Beziehungsidee, was ich Projektion nenne, ist immer eine Projektion einer gefährlichen Handlung auf ein Gegenüber in einem Beziehungskontext. Deswegen dreht sich meine ganze Traumaarbeit nur darum, diese Konzepte zu identifizieren, zum Beispiel die Idee, dass du mich angreifst, dass du mich verlässt, dass du dich totstellst oder mich manipulierst. Also die vier Kategorien von gefährlichen Handlungen gibt es, wobei das letzte mit dem Manipulieren so ein Übergangsbereich ist, aber diese vier gibt es. Und meine ganze Arbeit dreht sich darum, dem Klienten zu helfen, dieses Konzept zu finden in seinem eigenen Geist, weil damit wird der Horror immer und immer wieder erzeugt. Und es geht nicht um Symptome, es geht nicht um Probleme am Rand, an der Peripherie, sondern im Kern geht es um diese Geschichte, die muss ich finden. Und natürlich, wenn ich Symptome habe, muss ich zum Arzt gehen, logischerweise, und das abklären lassen. Aber es geht jetzt hier in dem, wovon ich erzähle, um die eigentliche Ursache. Und die Ursache für das Leiden heute ist diese Geschichte im Verstand, im Geist. Weil nur mit dieser Geschichte kann ich ja den Horror wieder für mich in meinem Körper, im autonomen Nervensystem, erschaffen und damit nach außen projizieren. Sonst würde das ja gar nicht gehen. Weil die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wieso leide ich denn immer noch, jetzt im Falle von Entwicklungstrauma, heute, wenn ich doch gar nicht mehr in dem Kindheitsszenario bin? Wieso leide ich eigentlich noch? Ja. Und nach meinen Untersuchungen, wie gesagt, lässt sich das auf eine Beziehungsidee zurückführen, und es geht nicht primär um die Arbeit am autonomen Nervensystem. Ja, ich unterstütze das, THE, SE und diese Methoden, die da ansetzen. Es ist aber nicht meine Sicht, weil durch die Arbeit am Nervensystem direkt wird nicht das Bindungsmuster aktualisiert und damit kommt es nicht zu einer grundlegenden Wandlung, wie wir die Welt sehen, weil wir sind Säugetiere, wir haben ein Säugetiernervensystem und wir sehen immer nur die Welt durch die Beziehungs- und Bindungssicht, und darauf reagiert unser Körper, unser System. Ja, also das als kurze Zusammenfassung. Und in dem Video jetzt möchte ich nochmal auf einen zusätzlichen Aspekt eingehen, nämlich ist das denn so, dass diese Geschichte, die ich im Geist dann habe, wenn ich die erkannt habe, ist denn das so, dass die von alleine ununterbrochen zirkuliert? Oder wird die vielleicht verstärkt oder sogar ausgelöst durch etwas? Und meine Sicht inzwischen ist, dass es immer mit einem Trigger im Kontakt zu tun hat. Und das ist, wenn man den Geist oder den Verstand der Menschen erforscht und da immer tiefer geht, dann kann man erkennen, dass das so ist.
die Geschichte, die ich im Kopf habe, ja, das ist jetzt einfach für Fachpersonal, für Menschen, die sich da schon lange mit beschäftigt haben. Wie gesagt, wenn das jetzt zu kompliziert ist, bitte schau dir die genannten Videos an oder lies meine Bücher, die ich geschrieben habe. Sonst ist das alles zu sehr aus dem Kontext gerissen. Also die Frage ist also, wie wird denn diese Geschichte erzeugt oder gibt es da was? Und meine Erkenntnis ist, das wird über einen Trigger im Kontakt nicht erschaffen, aber sozusagen mit Energie versorgt. Die Story ist sowieso dauernd, die ist wie abgelegt, ja, solange die nicht mit neuen Erfahrungen von vermehrtem Kontakt überschrieben wurde. Aber die wird ja erst richtig, wie soll ich sagen, die greift erst, die erscheint uns erst relevant, wenn wir in einen näheren Kontakt kommen. So, und die Frage ist, wieso? Und das hängt, wie gesagt, meiner Ansicht nach damit zusammen, also nicht nur meine Ansicht, das sehe ich jedes Mal mit der Arbeit mit Klienten, dass diese Geschichte durch einen Trigger im Kontakt ausgelöst wird. Und das, was ist ein Trigger? Trigger sind Sinneseindrücke. Ja, und die werden in einer bestimmten Art und Weise mit dieser Story verknüpft und damit als sozusagen Beweis angeführt. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, ich hatte es in einem von den Videos schon mal angerissen, aber jetzt erkläre ich es mal möglichst detailliert. Wenn ich die Idee habe, dass ich, wenn ich mich einem Menschen annähere, dass der Mensch mich angreift, egal wie, zum Beispiel verbal oder sogar körperlich, und das liegt unbewusst in meinem Kopf, dann basiert mein Leben auf dieser Idee. So, und wenn jetzt in einem Kontakt dieser Angriff aber nicht stattfindet, dann müsste es diese Erfahrung ja eigentlich reichen, um dieses Programm zu überschreiben. Das tut es aber nicht. Und die Frage ist wirklich, wieso nicht? Wieso wird diese Erfahrung, dass eben da jetzt jemand da ist und er mich nicht angreift, wieso überschreibt diese Erfahrung nicht die Programmierung der Kindheit? Wieso? Das ist ja die entscheidende Frage. Und wenn das nicht überschrieben wird, dann muss der Organismus etwas machen, um diese Idee aufrechtzuerhalten, trotz einer gegenteiligen Erfahrung. Und die große Frage ist, wie machen wir das? Wie passiert das? Und das passiert so, dass derjenige Sinneseindrücke aufschnappt, die sozusagen Muster der Kindheitserfahrung wie treffen. Ja, also das kann zum Beispiel sein, dass die Art, wie jemand schaut, diese Geschichte, dass derjenige mich gleich angreift, plausibel macht für den Betroffenen. Es kann sein, dass der Klang der Stimme diese Geschichte aktiviert und für ihn real erscheinen lässt. Es kann die Körperhaltung sein von jemandem. Alles Mögliche, was ich im Kontakt von dem Menschen über die Sinneseindrücke wahrnehme. Und das wird dann als Erklärung hergenommen, um die projizierte Kindheit heute wieder als real erscheinen zu lassen. Und das passiert natürlich alles blitzartig, automatisiert, unbewusst, unbewusst. Und die ganze Traumaarbeit mit Floating dient ja dazu, das bewusst zu machen und damit dann in Kontakt zu treten. Ja? Das ist eben das Entscheidende. Wir treten mit dem, was in uns ist, in Kontakt. Und das ist schon die Lösung, statt den Konflikt bzw. das Symptom lösen zu wollen. Und wenn ich das eben herausgefunden habe, herausgearbeitet habe, ja, und das machen wir in der Floating-Arbeit, dann kann ich eben sehen, wie ich diese Story im Kopf, dieses destruktive Bindungsmuster mit der Realität heute eigentlich verknüpfe. Also wie das überhaupt geht, wie ich das mache und mir das dann wiederum als real erscheint, obwohl es das nicht ist. Also nochmal, da ist jemand, der ist in meiner Nähe, der sagt mir, ich mag dich, und es läuft der Film ab, trotzdem die Idee, dass der mich jetzt gleich angreift. So, und wie kriege ich das zusammen? Wie gesagt, über einen Trigger im Kontakt, und das sind Sinneseindrücke. Zum Beispiel der Blick, die Stimme, die Körperhaltung. Und damit sagt derjenige, dass das, was er da hört und erfährt, nicht wahr ist. Dass es nicht die Wahrheit ist.
Also Beispiel, dein Blick sagt mir, dass du mich anlügst. Oder deine Körperhaltung oder deine Stimme, der Klang deiner Stimme beweist mir, dass du gleich ausrastest und auf mich losgehst. Und dann geht es darum, genau diese Verknüpfung, weil das ist sozusagen im Mind, im Verstand als, als Lebensbasis abgelegt, diese Idee selber in die Kommunikation zu bringen. Also lasse ich denjenigen dann fragen, seinem Projektionspartner zum Beispiel, stimmt es, dass der Klang deiner Stimme, wie der jetzt ist, bedeutet, dass du rasend vor Wut bist und gleich auf mich losgehst und mich angreifst? Stimmt das? Und dann kommt eine Antwort. Das sagt derjenige natürlich, nein, das stimmt nicht. Und damit wird sozusagen die tiefste Programmierung im Mind, ja, mit dem der Horror erschaffen wird, mit der Horror erschaffen wird, die wird dann entkoppelt. Und natürlich kann es sein, dass dann in diesem Prozess gleich die nächste Geschichte drüber gelegt wird. Ja? Dann ist das entkoppelt, aber dann produziert der Verstand die nächste Geschichte. Ja, aber dein Blick sagt mir jetzt, dass du mich manipulieren willst. Also fragen wir nach, was genau an dem Blick sagt dir, dass das jetzt Manipulation ist? Und dann hören wir vielleicht, weil derjenige so merkwürdig nach oben guckt. Und dann lassen wir auch das wieder abfragen. Stimmt es, dass wenn du so guckst, dass es bedeutet, dass du mich manipulierst? Und dann hören wir wieder eine Antwort. Und so bringen wir die tiefsten Schichten des Mind, des Verstandes mit der Realität in Kontakt. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wir folgen dem Verstand. Was er als nächstes produziert, bringen wir in Kontakt und lassen uns abgleichen. Und das nächste und das nächste. Das heißt, wir üben keinen Druck aus. Wir machen nichts in dem Sinne mit dem Klienten, sondern wir folgen dem Verstand. Und laden das ein, was der Verstand an Geschichte produziert. Wir laden das ein und helfen, genau das in Kontakt zu bringen. Weil der Horror wird aufrechterhalten, indem das eben unbewusst bleibt und eben nicht kommuniziert wurde, weil das als Kind nicht ging, weil es die Erfahrung war. Und wenn wir das eben machen, dann bröckelt dieses System, was wir nennen, der Horror meiner Kindheit. Das bröckelt dann und dann kommt der tatsächliche Kontakt zustande und dann sind in der Regel sehr, sehr tiefe Emotionen, die dann auftauchen, ohne dass wir die hervorholen, denjenigen irgendwo reinschieben, drücken und so weiter, sondern das passiert von alleine, wenn wir dem Verstand auf diese Art und Weise folgen. Und das macht uns die Arbeit als Therapeut einfach sehr, sehr leicht auf eine Art. Ja, wir müssen also, wir laufen keine Gefahr, eine Gegenübertragung zu kommen, weil wir gar nicht irgendwo hin wollen, ja, weil wir gar nichts machen wollen mit dem Klienten, weil wir keine Symptome weghaben wollen, kein Verhalten ändern wollen und so weiter. Wir folgen dem Mind und erforschen den bis auf den Grund. Und nochmal meine Aussage, meine Erfahrung ist, wir müssen nichts weiter tun. Das ist alles, was zu tun ist. Das löst die ganze Erstarrung, das löst alles auf, was im System gehalten ist. Und es ist keine Arbeit am autonomen Nervensystem direkt notwendig. Natürlich, wenn was zu viel wird, müssen wir runterregulieren etc. Aber die Arbeit an sich findet nicht auf Ebene des Körpers oder der Emotionen statt. Nicht mal auf Ebene der Emotionen. Sondern die Floating-Arbeit findet ausschließlich auf der Ebene des Geistes, des Verstandes statt, weil das dort alles aufgehangen ist. Ja, und das klingt jetzt so einfach und so simpel und vielleicht für einige, für Fachpersonal, für Menschen, die sehr, sehr viel gelernt haben, vielleicht zu einfach. Es ist meine Erfahrung, wie es im Moment ist und ich sehe, dass das so funktioniert.